So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge Sankenend. Mit unserer bezaubernden Easy und mit mir. Und heute würde ich sagen, Tag 33, kurz vor 8, wir könnten tauchen gehen. Das ist eine gute Idee. Und zwar, wo ist unser Scooter? Irgendwo muss er ja sein. Hier. Batterien haben wir ja bereits auch. Würde ich sagen, das kann man das verbinden? Wunderbar, er ist geladen. Kriegen wir unsere Batterie eigentlich wieder? Gute Frage. 100% geladen, aktivieren. Okay. Ich weiß zwar nicht, was die Zahlen da bedeuten, aber... Halt. Easy, nicht so schnell. Nicht so vorschnell. Brauchst du deine Tauchflasche noch? Vielleicht sollten wir uns da auch nochmal ein, zwei basteln. So. Ich würde sagen Richtung Apartments. Genau, gib mal Gas, Easy. Was ist das denn? Ein schwebender Felsen. Mal was anderes. Wir brauchen eigentlich keinen Schrott mehr, ne? So, Gummi. Weiß ich gar nicht, ob wir den gebrauchen. Ist soweit alles leer. Machen wir ein bisschen Regale kaputt. Gibt es ja meistens noch ein paar Gimmicks dazu, ne? Will mal was testen. Es wurde gesagt, wenn du nicht alles lootest, spawnt das wieder. Einfach nur mal gucken, ob es funktioniert. Allerdings hier drinne. Wir sollten das hier an den Container, probieren wir das mal aus. Hier hat es ja einen Haufen Schrott. Stopp. Den merken wir uns. Mal schauen, ob das funktioniert. Dann würde ich sagen, Schwefel. Nehmen wir mal wieder mit. So, die Flasche ist leer. Nehmen wir eine neue Easy. Eine ganze Menge Schwefel, ne? Hört irgendwie gar nicht auf. Aber jetzt. Ja, ich finde, der Scooter ist schon eine mega geile Lösung. Holzplanken und Glas. Hier haben wir auch noch Gummi. Prozent.
alles älter. Obwohl, Gummi haben wir jetzt auch eigentlich genug, oder? Elektronikteile. Und hat hier noch ein paar Komponenten? Benzin zumindest. So, wo ist unser Base dahin? Würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen den Akku leer. So bis auf 70% höchstens. Unsere Flasche ist auch leer. So. Den können wir dann noch ein wenig benutzen. Die Frage ist jetzt nur, kriegen wir den Akku hier auch wieder raus? Batterie entfernen. Geht bestimmt erst, wenn die leer ist, wa? Na gut. Auf jeden Fall ein tolles Teil. Kann man nicht meckern. So, dann würde ich sagen, Tauchflaschen. Wie sieht's denn aus? 5 Komponenten. Einmal Metall. Was haben wir denn überhaupt noch an Komponenten? Metall, 2 Stück. Könnten wir uns auch gleich mal 2 Flaschen machen, ne? 1, 2. Warum nicht? Haben ist besser als brauchen. 13 haben wir noch. Hier brauchen wir auf jeden Fall definitiv noch ein paar mehr. 3 Stück. Wie viel braucht man für das Update? 8. 8 Barren und Elektrik, das sollte nicht das Problem sein. Aber wie gesagt, genau, Elektrik, wie gesagt, sammelt sich jetzt auch langsam. Haben wir auch, haben wir auch. Stiftchen haben wir auch langsam mehr als genug. Ein bisschen Sprit. So, dann würde ich sagen, noch ein bisschen verräumt. Schwefel, wo hat man den denn? Zweifelsfall in der Munitionskiste? Nein. Aber wir können es hier hinpacken, weil wir benötigen es ja hier für Schwarzpulver. Ups. Dann mal schnell voll machen. Den nächsten Tauchgang. Allerdings möchte ich jetzt mit euch zusammen in der nächsten Zeit die Inseln klären in der Umgebung. Nicht immer nur unter Wasser tauchen. Und wir haben ja in der letzten Folge Desert Eagle Teile bekommen. Diese werden wir heute auch zu einer passenden Desert Eagle zusammen basteln. Das machen wir gleich. Nur, dass wir quasi 60 Schaden austeilen können mit einer Waffe. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich wurde kurz unterbrochen. Es hat geklingelt an der Tür. Die Lufttanks sind voll. Einen lassen wir drin, oder? Ja. Wir können da erstmal mit rein. Oh, wir waren gar nicht ausgerüstet. Auch nicht schlimm. So, wir wollten die Desert Eagle bauen. Wir haben auch alle Teile schon hier. Ich habe sie vorsorglich mal in eine Tonne geräumt. Wer weiß nicht, dass bei irgendeinem Update wieder alles verschwunden ist. Auch was im Inventar ist oder der Militärrucksack. So, Waffenwerkstatt. Läuft wieder alles? Ja, läuft wieder. Sehr gut. Desert Eagle herstellen. So, dann würde ich sagen, warte mal. Irgendwie sonst ein bisschen durcheinander. Genau. Essen, trinken. Können wir uns so mit einpacken.
Wow, sieht zumindest schon mal gut aus. Was braucht denn die Igel? Bestimmt Pistolenmunition, oder? Mal kurz weg und wieder hin. Ja, die braucht Munition für Pistole. Da haben wir doch bestimmt noch einiges da. Boah, jede Menge Schuss haben wir da. Dann würde ich sagen, wir rüsten uns hier unten einfach mal aus mit den Sachen, die wir gebrauchen können. Kannst erstmal wieder wegpacken, easy. Ja. Genau, gönn dir erstmal einen Schluck. Die anderen drei gibst du bitte her. So. Würde ich sagen, wir packen uns noch was für Essen ein. Hat Bärchen? Genau, Erdbeerchen gehen immer. Ansonsten hätten wir noch Ramen, Pudding. Und die Sachen kommen natürlich gleich wieder in unseren Schrank. Was machen eigentlich unsere Zitronen? Ah, wunderbar. Sie blühen. Wachsen und gedeihen. Könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen ausbauen, oder? Wollen wir noch eins dranhängen? Warte mal, wir brauchten zwei. Dann können wir noch ein bisschen Baumwolle und ein bisschen Holz einpflanzen. Obwohl, Holz wächst ja jetzt langsam nach. Wir lassen die Bäume auch stehen. Wir können uns ja trotz alledem... Nein, bleib stehen. Immer ein bisschen mitnehmen. So, hier ist noch voll. Hier ist auch voll. Pumpen. Überall müssen wir pumpen. Einmal auffüllen. Wie spät haben wir es? 14 Uhr. So, wo braucht man noch? Hier. Auch voll. Umlagern. Naja, Schrott haben wir jede Menge. Die Problematik ist, wir haben eigentlich jetzt gerade nicht viel zum Bauen, ne? Ein drittes Stockwerk möchte ich eigentlich nicht drauf bringen, weil das ist total Blödsinn. Aber wir könnten jetzt mal gucken, was können wir denn noch erforschen. Ja, hier wird es doch sicherlich noch ein bisschen Bänke geben. Der Generator. Oben wäre ein Thema, weil wir müssten ja auch irgendwie das Gerät, und ich denke mal, das Reparaturgerät müsste auch mit Strom versorgt werden. Moment, wo ist unsere Kiste? Hier. Wir werden das Akkuladegerät nochmal umbauen. Das kommt hier weg. Das bauen wir hier hinten mit hin. Dann würde ich sagen, basteln wir uns hier eine Stromecke. Alles, was Strom benötigt, kommt dann hier hin. Dann können die Kabel nämlich auch dementsprechend gleich verteilt werden. So. Akkuladegerät. Nun steht's doch. Wo willst du das hinstellen, Easy? Genau. Ja, es darf ein wenig Platz dazwischen sein. Nicht schlimm. So, die Kiste wieder in die Kiste. Die Würmer, warum man die nicht schmissen? Mal hier mit rein, ne? Genau. Ja, machen wir eine kleine Haustour. Was wollten wir erforschen? Weil der Recycler braucht definitiv Strom. 6 Komponenten. Nur zum Erforschen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Komponenten sammeln, ne? 13 haben wir noch. 6 Barren, 3x Elektrik. Ja, ein bisschen haben wir immer. So, erforschen. Dann werden wir den auch bauen können, ne? Fortgeschrittener Reiniger, Herd, verbesserter Grill, haben wir alles. Ofen, Amboss. Kleiner Generator. Benötigen wir noch... Oh. Zweimal Metall.
Hauen. Gib ihm. Boah, so groß ist der gar nicht. So, die Frage ist, wenn wir den jetzt hier so hinstellen, in die Ecke. Rad installieren, ein Gummi. Steht das alles noch ziemlich weit weg, ne? Okay, wir bauen nochmal um. Bei Baumaßnahmen sollten wir das immer dabei haben. Hier kommt nämlich das Ladegerät. So, Reparaturtool. Moment, eins nacheinander. Gummi. Also wenn es nichts weiteres ist, das sollten wir haben. So, Draht installieren. E. Verbinden. Hier. Wie funktioniert das? F mit reparieren. Die Frage ist, was reparieren wir denn? Hier ist das Scooter, das ist ja die Batterie. So. Treibstoff hinzufügen. 10. Sollten wir was haben, ne? Ich würde sagen, wir machen erstmal einen. Zum Testen. So. Batterie platzieren können wir ja noch nicht machen. E. Braucht dieses Gerät keinen Strom? Oder steht das jetzt einfach nur doof? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber auch nicht, was wir daran reparieren können. Egal. So, also, das ist schon mal verbunden. Was haben wir noch? Der Recycler braucht nur zwei Komponenten. Zweimal. Die Komponenten haben wir nicht, ne? Nope. Waren nie das Thema? Würde ich sagen, wir müssen uns auf die Jagd machen nach Komponenten. Allerdings wird es gerade dunkel. Weiß gar nicht, sind neue Autos nachgespawnt? Nicht wirklich, ne? Taucherflaschen haben wir auch gerade nicht dabei. Hat hier gerade ein Auto. Das nehmen wir noch mit, auch wenn keiner was sieht. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Überhaupt nichts. Ja, verstehe ich nicht. Was ist das? Ach, die Villa. Die Villa. Hier gibt es keine neuen Autos. Schade. Weiß gar nicht, kommen wir jetzt hier noch durch? Tatsache. Bei den Recycler. Mal schauen.
Nein, erforschen. Ei-Komponenten. Zwei Hammer. Könnte man nicht auch Komponenten herstellen? Ah, ich glaube, die brauchen richtig Mats. Ein Gummi, ein Eisenbahn. Aber wir müssen es ja sowieso irgendwann erlernen. Der Vollständigkeit halber. Gummi. Was war's noch? Ein Glas. Haben wir. Na, dann haben wir das mal. So, und wo können wir das dann bauen? Und hier bei Materialien. Genau. Hui. Ist auf jeden Fall sehr teuer. Allerdings machen wir das jetzt einmal, ausnahmsweise. Farbe wird zur Erstellung von Tapeten und Böden verwendet. Na easy. Wollen wir unten tapezieren? Eigentlich eine geile Idee. Allerdings hatten wir doch Farbe schon entdeckt, oder? Erstellen. Mit Eimer. Damit. Gut. Egal. Dreimal Elektrik brauchen wir noch. Der Recycler. Erforschen. Deckenleuchte, Stehlampe, Taschenlampe. Einmal Schrott, dann haben wir es weg. Warum nicht? Wir wollen ja nachher am Ende sagen, wir haben alles erforscht, ne? So, erledigt. 1, 2 auch erledigt. Schwefel und Komponenten. Aber wir haben keine Komponenten. Wir bauen jetzt auch keine. Was haben wir hier noch? Stoff für Eisenrüstung. Stoffe haben wir mehr als genug, ne? Schrottpistole, Batterie, ein Kupferbaum. Ja, heute ist Forschungstag. Immer rein. Waffenteile brauchen wir eine Komponente. Und wieder. Easy, was soll's. Ah, wir haben kein Gummi. Wir haben kein Gummi. Na, das kann ja nicht sein. So. Die Batterie. Zwei Teile und 6-mal Schrott. Müssen wir nachher anständig bloß wieder alles verräumen, ne? Schrottpistole. Ah ja. So. Nummer 3 ist auch abgehakt. Wie gesagt, hier fehlen uns die Komponenten. 5 Stück an der Zahl wären es. Was haben wir denn hier noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Naja. So, 10-mal Schrott und Schwefel. 10-mal Schrott und Schwefel hatten wir hier, ne? Genau. Klebeband und Holz. Fehlt uns auch noch. Alles da. Easy, keine Panik. Erforscht. 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 So, das heißt, wir haben in der 1, in der 2
und in der 3 nichts mehr zum Entdecken. Wir müssen ins neue Upgrade quasi. Schade, dass man sich das nicht anpinnen kann. Und wir brauchen auf jeden Fall Eisenbahn. Wir haben nicht mehr genug. Befehl. Ja, mal gut, dass wir so langsam Ordnung haben. Das heißt, umso schneller ist auch immer wieder alles aufgeräumt. Gummi, Elektrik. Chemische Substanzen. Was wollten wir jetzt damit machen? Was wollten wir denn damit herstellen? Jetzt weiß ich schon mal nicht. Farbe. Dann würde ich sagen, dreimal Farbe hergestellt. Wer weiß, was wir damit machen können. Direkt verwenden können wir es nicht. Zur Erstellung von Tapeten und Böden. Aber wo? Hier bestimmt nicht, oder? Eine andere Bench haben wir ja nicht. Mal gucken, ob wir hier irgendwo Tapeten haben. Wir könnten ja auch irgendwie Bodenfliesen legen. Oder beziehungsweise herstellen. Steinwerferlampe. Haben wir auch noch nicht. Braucht das Schrott. Was war das nur noch? Schrott und Elektrik, ne? Die Elektrik kann es nicht sein, haben wir mehr als genug. Glas. Hier mal Glas. So, herstellen. Ah, ist interessant, was wir heute so alles hergestellt haben. Benzin. Schrott. Leder. Oder Gummi. So. Einmal die Lampe. Wo müssen wir die aufsetzen? Hier auf den Kopf. Nee. Aha. Die hat aber auch keine Batterie, ne? War gut, dass wir uns im Vorfeld schon welche besorgt hatten. So. Aufladen bitte. Ja. Schauen. 5 Uhr nachts funktioniert das Ganze auch unter Wasser. Ja, zumindest ist es hell. Das heißt, wenn wir es mal irgendwann wieder spontan dunkel haben, können wir die aufsetzen. Wie schalte ich die wieder aus? Absetzen. Oder wie? Ist da keine einfache Lösung für? Ui, die Batterie ist gut schnell alle gegangen, ne? Allerdings können wir das ja mal testen. Wenn die Batterie alle ist. Wie weit kommen wir denn mit einmal Sprit? Können wir schön im Dunkeln noch ein bisschen looten, ein bisschen schön die Erdbeeren ausleuchten. Ja, und Licht macht sie jede Menge. Schon über die Hälfte um. Haben wir hier noch was, was raus kann? Ja. Putzen wir uns einen kleinen Pilz. Unser Boot. Unser Haus. Schon ganz schön was entstanden, ja, in quasi einem Monat.
So, Batterie ist gleich alle. Bin ich mal gespannt, ob man die dann einfach so rausnehmen kann. So, das war's. So, hier. So macht man das. Hier auf diesen Bereich ziehen. Okay, easy. Dann einmal nach oben. Wir testen unsere Ladestation. Batterie platzieren. Bitteschön. Und einschalten. Naja. Hey, nach und nach. So, aber wie funktioniert dieses Ding? Wenn ihr da eine Ahnung habt, haut's mal bitte rein. Ich wüsste es jetzt nicht. Normalerweise müsste das Ding an Strom angeschlossen werden. Und die Kabel gehen ja hier auch durch diese ganzen Sachen durch, ne? Liter verbraucht. Volle Leistung hat er. 0,6. Ich denke mal, da wird ein ganzer Liter drauf gehen, wa? Für eine Batterie. Und es geht ja auch immer nur eine. Leider. 0,42 60%. Aber es wird ja jetzt gerade wieder hell. Brauchen wir den 1 Liter halt. Wir können ja noch ein bisschen einfüllen. 10 Liter passen ja rein. Ich denke, mein Boot sind noch genug. Na, kriegen wir es voll mit einmal? Ja, da kommt, das kannst du auch noch alle machen. Ah. Der verbraucht das quasi immer nur bis. Na, dann mal raus. Solange die Gerätschaften in Benutzung sind. Auch nicht schlecht. Gut, dann würde ich sagen, zack, wieder voll. Wir lassen sie im Inventar. Was machen wir jetzt mit der Farbe? Frage. Gönnen wir uns erstmal einen Pilz. Und einen Energy Drink. Ah ja. Warum ist denn unsere Energie jetzt so weit unten? Irgendwas verpasst? Okay, wie gesagt, ein neuer Tag. Easy und ich machen uns jetzt einen Plan, wo es jetzt hingeht, um die Igel zu testen. Und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und wir dürfen euch in einer der nächsten Folgen wieder begrüßen. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.